Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, willkommen zum Star Wars Montag auf Ben Master Toys und ja, ich habe wieder richtig coole Star Wars Figuren von Fanhome und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und los geht's, wir packen das Ganze erstmal aus, ihr seht hier das Karton. Haha, geil. Ja, beste Deutsche hier auf meinem Kanal. Ihr seht hier den Karton. Und hier sind die Figuren drin. Also der, die das. Ja, ist schon schwer. So, den Lieferschein mit Name und Adresse erstmal zur Seite. Es geht heute um die Figuren dieser Serie 6, 7 und 8. Die anderen ersten 5 Figuren findet ihr auch auf meinem Kanal. Ich habe euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder ihr geht auf die Suche nach Star Wars Fanhome. Ben Master Toys, Ben Masterful, wie auch immer, findet ihr schon. So, und jetzt bin ich mega gespannt, welche Figuren hier heute drin sind. Das ist Figur Nummer 6. Oh, wer könnte das sein? Eieiei. Oh, ich hab's erkannt. Ich hab's erkannt. Ihr auch schon. Habt ihr es auch schon erkannt? Es ist. Ah, es ist der Luke Skywalker, der hier heute am Start ist. Star Wars Bust Kollektion, also Bust heißt Oberkörper. Sind Figuren ohne Beine, deswegen nur Oberkörper, also eine Bust. Figurenserie. Was für die meisten von euch sicherlich nicht ganz so spannend ist, die Magazine sind auf Englisch. Also das ist natürlich für den Englischunterricht, wäre das natürlich eine super Sache, dass man sich selbst nochmal entweder so ein bisschen Englisch selbst beibringt oder man kann halt schon gut Englisch. Bei mir ist es eher so, so ein grobes Ding dazwischen. Also ich habe mich im Englischunterricht immer nur durchgeschummelt, außer in der Berufsschule damals. Da hatten wir so ein bisschen Business-Englisch. Das war noch leichter als das Englisch in der 9. Klasse. Da musste man sich nicht wirklich durchschummeln. Dann hatte ich in meiner Kfz-Ausbildung auch nochmal so ein bisschen Kfz-bezogenes Englisch. Auch das war eher so 7., 8. Klasse vom Niveau her. Aber ich habe seit über 10 Jahren keinen richtigen Bezug mehr zum Englischen. Deswegen ist so ein Lesen von solchen Magazin mal ein ganz nettes Training zwischendurch. Falls ihr es gemerkt habt, ich habe im Intro heute mit links geschnipst, weil ich habe mich am rechten Daumen verletzt. Eine Schnittverletzung, deswegen kann ich nicht schnipsen, ohne dass die Wunde aufreißt und es hier alles vollblutet. So, und jetzt schauen wir uns doch die Figur mal an. Hier haben wir direkt den Luke Skywalker. Ich würde sagen, wir packen den auch direkt mal aus. Das ist jetzt Figur 6, hatte ich ja schon gesagt. Figur 6, Luke Skywalker, es ist, ja, also vom Gefühl habe ich schon viel, viel mehr Figuren ausgepackt als jetzt nur diese 5 davor. So, hier ist auch das blaue Lichtschwert am Start. Ah, wunderbar, die sind also, oh, ich muss aufpassen mit meinem Daumen, nicht, dass hier gleich das Blut spritzt. Also die Wunde ist noch ganz, ganz frisch. Und da haben wir sie, die Figur, Luke Skywalker. Ja, okay, sieht ganz ordentlich aus. Also die letzten Figuren waren ja auch schon vom Gewicht her. Ich muss leider sagen, mir ist neulich eine Figur runtergefallen, und zwar Kylo Ren. Ja, jetzt fehlt ihm die Hand. Also falls irgendjemand eine Kylo Ren Figur über hat und wir uns irgendwann mal treffen, ich würde ihn der gerne abkaufen. ja, ich werde nochmal gucken, dass ich irgendwie auf eBay sonst nochmal einen neuen Kylo Ren finde oder wie auch immer, oder man kriegt die nochmal nachgekauft, keine Ahnung. Also das ist natürlich mega ärgerlich, und das Lichtschwert hält heute ausnahmsweise mal richtig beschissen. Also es ist einfach nur so ein bisschen reingesteckt und das hält hier jetzt gar nicht. Also ihr seht es, guck mal, also das ist ja mal heute eine richtige, das ist ja mal richtig doof. Also das gefällt mir heute mal überhaupt nicht. Das war die letzten Male bei Darth Vader zum Beispiel, bei Kylo Ren war das viel besser. Auch das Lichtschwert heute, also da ist ein Knick drin. Seht ihr das so ein bisschen? Das ist auch nicht so das Wahre. Also die Figur, okay, jetzt muss ich auch noch in den nächsten Videos so ein bisschen vergleichen, werden die Figuren von der Qualität her jetzt etwas schlechter? Also die ersten Figuren waren ja mega. Hier steht auch mal Luke Skywalker, okay. Also jetzt bin ich das erste Mal so ein bisschen enttäuscht von der Serie. Also Chewbacca, Darth Vader, Kylo Ren, die sahen richtig geil aus, Leute. Die sahen wirklich richtig gut aus. Der ist auch noch, also vom Gesicht her bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Aber man erkennt alles, aber das Lichtschwert, Leute, das ist die Note 6. Mit dem Knick drin, das ist, ja, also, das ist, eieiei. Na gut, packen wir das Ganze wieder ein. Et voilà, das war Luke Skywalker Figur 6. Als nächstes haben wir Boba Fett. Das ist vor allem für die älteren Star Wars Fans eine richtig geile Sache, weil die Figur sieht auch richtig übelst geil aus. Also, gleich mal auspacken, das Ding. Boba Fett hat ja
Ja, vor allem bei den Liebhabern von Episode 4, 5, 6, da ist Boba Fett natürlich sehr, sehr, sehr gefragt. Ne? Das ist natürlich so ein richtiger Fanliebling der alten Trilogie. Ich bin von der alten Trilogie eher so kein Freund, außer Episode 5. Finde ich geil, weil da endlich mal die Bösen gewinnen. Ansonsten, oh, wie hieß er noch? War das nicht Bosk? Das war ja auch, oh, war das hier, oh, aus welcher Episode ist das? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, also so sahen die Kostüme damals aus. Und ich finde, habt ihr mal die Kostüme gesehen in Episode 9? Alter, sahen die teilweise schrecklich aus. Für einen modernen Film fand ich das absolute Katastrophe. Und hier haben wir sie auch schon, die Figur Collect. Collectors Edition. Oh, ich bin gespannt, wie der jetzt hier rauskommt. Also wie der von der Qualität her jetzt ist. Komm, wir holen hier auch mal direkt das komplette Ding raus. Und dann schauen wir uns den Boba Fett mal an. Also ihr seht es, er ist hier nochmal extra getaped am Handgelenk. Hier sind diesmal keine weiteren Sachen dabei. Also eben bei Luke Skywalker hatten wir ja zum Beispiel als extra das Schwert, das Lichtschwert. Einmal abgetüdert, das ist wahrscheinlich tatsächlich nur, damit hier beim Transport nichts kaputt geht. Also die Figur sieht auch wieder mega cool aus. Das ist, was würde ich sagen, was ist das für ein Material? Also die Dinger wiegen auf jeden Fall. Das ist jetzt kein hohles Plastik oder irgendwas aus dem 3D-Drucker. Nicht, dass 3D-Drucker Ergebnisse schlecht sind. Aber das ist irgendwas in Richtung Keramik. Also ich habe mich jetzt noch nicht genau erkundigt. Auf jeden Fall, die wiegen schon ein bisschen was. Keine Ahnung, was hier jetzt auf die Waage kommt. Aber auch von hinten, das sieht doch auf jeden Fall schon mal ja mega cool aus. Schade, dass man jetzt hier nicht nochmal irgendetwas raus- oder abnehmen kann. Aber gut, das ist natürlich auch kein Spielzeug. Das sind Figuren fürs Regal. Boba Fett, Bastfigur und auch hier der Blaster. Der sieht auf jeden Fall schon mal oh, ganz vernünftig. Also eben Luke Skywalker mit dem Lichtschwert, das war so ein kleiner Rückschritt, aber jetzt hier Boba Fett kann man sich wieder sehen lassen, finde ich. Also, ja, der Umhang, der ist so ein bisschen gummiartig, also der fühlt sich jetzt nicht aus diesem Keramik an. Und so die Anbauteile sind dann, ja gut, also die sind auch schon wieder von der Qualität her. Also es wird sicherlich schnell brechen, wenn man den fallen lässt. Aber wie gesagt, die sind ja auch nicht zum Spielen da, die Figuren. Also das war jetzt Figur 2 Boba Fett. Wir kommen zu Figur 8 und ich bin aufgrund meiner Unterlage natürlich für die Star Wars Videos immer noch im Überlegen. So, hole ich mir noch mal eine Star Wars Unterlage, weil die nächsten Wochen werden ja auch wieder alles mehr oder weniger Star Wars Videos am Montag. Mal gucken, wie lange ich das durchhalten kann, wirklich jeden Montag Star Wars zu bringen. Aber es wird sich auf jeden Fall schon mal mehr oder weniger ganz gut anbieten, auf jeden Fall eine etwas andere Unterlage zu haben. Und die Figur Nummer 8 ist heute Han Solo. Wir blickern das Ganze einmal kurz durch. Für die Leute, die ein bisschen mehr Infos über Han Solo haben wollen, hier steht sicherlich einiges drin. Natürlich auch die Ausgabe hier wieder auf Englisch. Hier haben wir die drei Versionen des Han Solo. Ich habe den neuen im Solo-Film noch gar nicht gesehen. Ja, dann haben wir den aus 4, 5, 6 oder nochmal den aus Episode 7 und auch 9 hat er ja noch mal einen kurzen Auftritt. Oh, der Auftritt in Episode 9, also fand ich am besten. Besser als das komplette Ding in Episode 7. Naja, ist es halt ein bisschen alt geworden, ne? Ja, deswegen fand ich seinen Auftritt in Episode 7 nicht ganz so stark. Aber Episode 9, das war noch mal so richtig ein epischer Han Solo-Moment. Und da haben wir sie auch schon, die Figur Han Solo. Auch der sieht hier eingepackt erstmal vom Gesicht her so wieder so ein bisschen, obwohl ja, die anderen schwer mit den anderen Figuren zu vergleichen. So Darth Vader zum Beispiel hat ja auch einen Helm auf. Na gut, dann holen wir ihn mal raus hier aus seiner Verpackung. Und da haben wir ihn. Er ist jetzt nicht nochmal extra geschützt. Und bei Han Solo muss man auch gerade so ein bisschen froh sein, dass er jetzt kein Laserschwert dabei hat. Ansonsten sieht die Figur auch wieder gut aus. Auch hier hinten, das hat man auf jeden Fall schick gemacht. Auch mit dem Gürtel, das sieht gut aus alles. Die Haare oder auch hier zum Beispiel der Blaster ist, wie ich finde, eigentlich für so eine Figur super gelungen, also das sieht auf jeden Fall wieder gut aus. Okay, das Gesicht, ja, die Augen, okay, das, naja, okay, da kann man so ein bisschen drüber wegsehen. Was ist das denn hier? Wer weiß, was das ist, was er hier in seinem Gürtel hat? Ja, ein Lichtschwert wird es nicht sein. Han Solo hat ja, glaube ich, nie mit dem Lichtschwert rumgespielt, irgendwie, kann mich zumindest nicht dran erinnern. Episode 7 war es ja hier, der, wie hieß er noch? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der da auch so ein bisschen rumgefuchtelt hat und auf einmal ja, so ein bisschen mit dem Laserschwert kämpfen konnte. Finn meinte ich. Ja, die Figuren kommen natürlich auch noch.
in dieser Serie. Wir packen den Han Solo mal wieder schön vorsichtig ein. Und dann habe ich heute nochmal eine Bonusfigur. Ich weiß jetzt nicht, ob Yoda eigentlich Figur 9 ist oder keine Ahnung, ob der jetzt zufällig bei mir im Paket mit dabei war. Auf jeden Fall ist Yoda bei mir jetzt dabei. Und das Ganze auch leider ohne Heftchen. Also selbst wenn man Englisch nicht kann, kann man jetzt irgendwie nichts nachlesen, was jetzt Yoda angeht. So, der kleine Jedi-Meister. Da haben wir ihn mal ein bisschen rangeholt. Hier sehen die Augen wieder ein bisschen besser aus, finde ich. Ansonsten der Kopf ist bei Yoda auch gelungen. Hier sein Gewand, seine Finger, sein Stock. Er sieht besser aus als Luke Skywalkers Lichtschwert. Also der ist jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen gummiartig. Das Laserschwert war leider auch sehr, sehr gummiartig. Das finde ich für ein Laserschwert nicht so ganz passend. Ansonsten die Figuren selbst, die sind, wie gesagt, auch so eine Art Keramik. Also hier an der Figur kann ich jetzt die Ohren nicht irgendwie hinbiegen. Das geht mit ein paar Zusatzsachen immer ganz gut, aber ansonsten die Figur selbst. Ja, Yoda, da haben wir ihn. Ich versuche immer meinen schlimmen Finger aus dem Bild rauszuhalten, dass man den gar nicht erst sieht. Ja, jetzt werde ich leider eine ganze Woche immer einen komischen Finger hier im Video haben, aber gut, ich versuche das mal so ein bisschen, dass man das gar nicht sieht. Ja, der Meister Yoda, da haben wir ihn. Also die vierte Figur, das waren jetzt heute die Figuren 6, 7, 8. Ach nee, hier bei der Beschreibung steht doch nochmal Yoda dabei. Allerdings hat Yoda keine Nummer, deswegen würde ich mal sagen, dass Yoda hier an dieser Stelle tatsächlich eine Zusatzfigur ist. Aber warum macht man Zusatzfiguren ohne extra Heft? Das muss doch nicht sein. So, wir sind am Ende dieses Videos. Ich hoffe natürlich, dass ihr Bock habt, mehr Star Wars Figuren zu sehen. Ich glaube, das war jetzt hier das dritte Star Wars Fan Home Bust Video. Wie gesagt, die ersten beiden sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten YouTube-Suche Ben Masterful Star Wars Fan Home müsste eigentlich von mir angezeigt werden. Ja, und nächsten Montag kommen die nächsten Figuren. Die nächsten drei Pakete sind nämlich schon alle angekommen. Ich bin ein bisschen hinten dran mit dem, ja, Produzieren der Star Wars Videos, aber das wird jetzt auch wieder anders. Und auch wenn ich kein Boba Fett Fan bin, fand ich heute diese Figur tatsächlich am besten. Also, welche Figur fandet ihr am besten? Schreibt's mir in die Kommentare. Bis morgen, wieder 18 Uhr. Reinschauen. Ich sage wie immer, ich kann wieder nicht schnippen. Ich muss mit links schnippen. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.